Kapitel 2 Rondo, der Todbringer. So trat ich ein, in den großen Hauptsaal dieser geheimen, unterirdischen Ruinen. Eine mystische Aura umhüllte diesen Ort, welchen wohl kaum ein Mensch jemals gesehen hatte. War ich vielleicht gar der Erste? Doch das konnte eigentlich nicht sein. Wer, wenn nicht Menschen, hätte diese Ruinen errichten und die Zeichnung an den Wänden anfertigen sollen? Und der wahre Schatz, das wahre Zentrum der Ruinen, lag hier in diesem großen Raum. Eine schier endlose Kraft schien von diesem Gegenstand auszugehen. Ein einzelner, kleiner, steinerner Schmetterling, platziert auf einem großen Altar. Mitten im Zentrum dieses Ortes befand sich so ein kleiner, scheinbar unbedeutender Gegenstand. Doch ich spürte genau, welch eine Kraft ihn durchfuhr, welch eine Geschichte doch bereits hinter ihm steckte. Und auch wollte ich wissen, was genau dieser Gegenstand nun war. Und deshalb näherte ich mich ihm an und entfernte ihn von seinem Podest, auf welchem er vielleicht jahrhundertelang geruht hatte. Doch kaum war ich aus dieser Trance erwacht, den Steinschmetterling in der Hand, begann der Fels langsam zu bröseln. Kleine Staubwolken flogen in die Luft, als der Schmetterling in meiner Hand begann zu leben. Pechschwarz offenbarte sich die Haut des Insekts, doch durchzogen von Venen in den Farben des Regenbogens. Nie zuvor hatte ich so etwas gesehen, es mir überhaupt vorstellen können. Doch nun flog auf der Stelle, knapp über meiner Hand, ein kleines Insekt, welches ich aus einem ewigen Schlaf erweckt hatte. Und mit dem Schmetterling erwachte auch eine Stimme, welche klang, als würde sie aus meinem Kopf selber hervordringen. Bin ich endlich befreit aus meinem endlosen Schlummer? Welche unwissende Seele hat mir die Freiheit geschenkt, nach welcher ich schon so lange trachte? Nun erst schien das Übernatürliche etwas seinen Blick auf mich zu lenken. Ein Mensch! Die Erschaffer meines ewigen Gefängnisses wandeln immer noch auf der Höhle der endlosen Kugel. Doch nun bin ich zurück, Menschen, und werde die Harmonie erzwingen, welche ihr schon vor Jahrhunderten ablehntet. Ich verstand nicht, was mit mir geschah, als die Welt um mich herum begann zu kreisen. Zumindest fühlte ich mich, als täte sie dies, als würden Raum und Zeit verzerrt werden. Bei dem Wesen, was auch immer es nun sein sollte. Was ich nun tun sollte, war mir jedoch ehrlich gesagt ein Rätsel. Ich hatte ja nicht einmal eine Ahnung, was das hier war. Nur, dass das Wesen nicht mein Freund sein wollte, war mir bereits aufgefallen. Allerdings wirkt es auch nicht, als würde mir irgendeine Chance bleiben, mich zur Wehr zu setzen. Sofort griff der dunkle Schmetterling mich an, mit seltsamen Schallwellen, welche ich noch nie zuvor gesehen hatte. Sie verwundeten mich zwar nicht wirklich, aber sie bewirkten, dass mir immer und immer schwindliger wurde. Dadurch verlor ich mehr und mehr die Orientierung, bis ich einmal andere Geräusche wahrnahm. Diese neuen Geräusche waren mir nicht unbekannt. Ein wütendes Bellen, offensichtlich zwischen mir und dem Schmetterling. Ecke musste gespürt haben, dass ich in Schwierigkeiten steckte. Und wenn er so etwas spürte, dann gab es für ihn kein Halten. Jedoch machte ich mir durchaus Sorgen. Was sollte denn Ecke gegen so ein Monstrum anrichten können? Doch schnell zeigte sich, seine bloße Anwesenheit wäre genügend, um die Feindseligkeit des dunklen Wesens schwinden zu lassen. Rubin, du bist am Leben und du schützt diesen Menschen. Ecke wirkte nicht weniger verdutzt als ich und bellte den Schmetterling an. Was mir schnell klar wurde, das Wesen verstand ihn und sprach meine Sprache. Der finstere Schmetterling beherrschte die Sprache von Mensch und Tier. Wie meinst du das? Wer Rubin ist? Erinnerst du dich etwa nicht? Unverständnis zeigte sich auf dem Gesicht meines Freundes ab.
Zwar schien der Schmetterling nicht daran interessiert, irgendetwas genauer zu erklären, glücklicherweise jedoch auch nicht daran, weiter anzugreifen. Nun gut, wenn es so ist, dann habe ich mich vielleicht getäuscht. Auch wenn es in meiner Seele schmerzt, ich kann zugeben, wenn meine Ideale die falschen sind. Dann entschuldige ich mich, Menschenjunge. Du scheinst sehr besonders zu sein, dass ein Tier dich als Freund akzeptiert. Was auch immer die Hintergründe und Intentionen dieses Wesen waren. Offensichtlich wusste selbst er vom Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Kurz blieb das Wesen stumm, bevor es fortfuhr. Wenn ich mich wirklich getäuscht habe, wenn Menschen und Tiere wirklich Freunde sein können, dann besteht Hoffnung. Dann besteht Hoffnung, dass ich doch noch Frieden bringen kann. Rubin, Menschenjunge, ich denke, ich habe eine Mission für euch. Lasst mich erklären. Zunächst einmal, mein Name ist Rondo. Ich bin ein Wesen aus der düstersten Vergangenheit dieser Welt. Viele Menschen bezeichnen mich in ihren Legenden als den Todbringer. Die Legende über den Todbringer hatte auch ich schon gehört. In meinem Dorf heißt es, dass er ein finsterer Gott gewesen sei, welcher die gesamte Menschheit habe vernichten wollen, welcher jedoch von einer Gruppe Helden geschlagen wurde. Anscheinend war die gesamte Legende nun wahr. Doch der Todbringer, Rondo, war nicht gestorben, sondern in diesen Ruinen versiegelt worden. Und nun war er wieder frei. Aus ihrer Sicht stimmt das wohl auch. Ich bestreite keine meiner Taten. Mein Ziel war es, alle Menschen zu vernichten, um die ewige Nacht zu verhindern. Die Nacht, die entsteht, wenn die Sonne erlischt, da diese Welt nicht zur Harmonie fähig ist. Deshalb wollte ich die Menschen ausrotten. Sie sind die Erschaffer des Gesetzes der Natur. Sie sind diejenigen, die die Harmonie dieser Welt so sehr stören. Doch nun, wo ich euch sehe, besteht wohl doch Hoffnung auf Harmonie mit den Menschen. Deswegen, auch wenn ihr beiden mir wohl kein bisschen vertraut, würdet ihr helfen, dabei endlose Harmonie zu bringen, ohne dass jemand dafür sterben muss. Solche Situationen waren aus alten Geschichten altbekannt. Ein wahrhaftiger Deal mit dem Teufel. Doch ich musste zugeben, gerade da ich selber ein Gegner des Gesetzes der Natur war, klang die Geschichte für mich tatsächlich glaubhaft. Außerdem, was, wenn ich ablehnte und er dann einfach wieder versuchen würde, die ganze Menschheit zu vernichten? Doch bevor ich mich entschied, musste ich auch wissen, was Ecke dachte. Dieser erwiderte meinen unentschlossenen Blick schlicht. Auch er wusste nicht, ob er Rondo Glauben schenken sollte oder nicht. Doch ehrlich gesagt, der Fakt, dass Ecke nicht völlig dagegen war, reichte mir. Gut. Ich würde dir helfen, wenn du mich erst in den Plan einweist. Auf meine Zusage hin bellte auch Ecke, offenbar ebenfalls zustimmend. Ideal! Ich wusste, dass ich auf euch zählen könnte. Und ich habe bereits einen Plan ausgedacht. Und zwar brauchen wir die Hilfe einer antiken Gottheit. Dem Hoffnungsbringer. Er ist der Gott der Harmonie, der jedoch mit der Schwächung der Sonne selber verschwand. Gleichzeitig ist er jedoch der Einzige, der den Frieden wahrlich wiederherstellen kann. Und hier kommt ihr ins Spiel, Rubin und Jason. Rubin und Jason. Was wir für die Rückkehr des Hoffnungsbringers brauchen, sind 8 Elemente. Ein Tier für jedes von ihnen. Und als Zeichen der Harmonie braucht es auch die Macht und Zustimmung eines Menschen. Wenn wir all dies am Berg der Sonne ansammeln würden, könnten wir ihn wieder zu uns rufen. Und der Hoffnungsbringer kann die Harmonie, kann sein Element bringen.
Also kehrt für heute in eure Heimat zurück. Ich spüre Tiere auf, zu denen wir ab morgen gemeinsam reisen werden. Wir werden sie dazu bringen, uns zu begleiten und damit endlich Frieden bringen. Ehrlich gesagt kam es für mich sehr überraschend, als Rondo sagte, dass er uns tatsächlich begleiten würde. Irgendwo macht es ihn in meinen Augen jedoch auch vertrauenswürdiger. Irgendwo im Unterbewusstsein misstraute ich Rondo auch immer noch, was wohl auch nur natürlich war. Außerdem behielt er viele Geheimnisse. Doch vielleicht würden wir manches auf der Reise erfahren. Doch für den Moment blieb uns nichts übrig, außer ins Dorf zurückzukehren und auf den folgenden Tag zu warten. Manche würden sich vielleicht Sorgen machen, wie ich mein Verschwinden mit den anderen im Dorf regeln sollte, doch für mich war es eindeutig. Sie würden kein Wort erfahren. Ich würde unbemerkt verschwinden und vermutlich würde mich sowieso niemand vermissen. Und über Eckes Verschwinden wären sie doch sowieso alle froh. So verließen Ecke und ich die antiken Ruinen, Rondo schon lange aus dem Blickfeld. All unser Holz lag noch unberührt da. Ich nahm mir so viel davon, wie ich konnte, und die letzten paar Stücke nahm Ecke. Oder Rubin? Es war wirklich seltsam. Woher kannte Rondo diesen Namen? Vielleicht war es Eckes echter Name, den ich nur nicht kannte, weil ich ihn nicht verstehen konnte. Das würde aber auch nicht erklären, weshalb das mystische Wesen ihn offensichtlich kannte. Gleichzeitig schwebten auch immer noch einzelne Zweifel in meinem Kopf herum. Wie sollte es auch sonst sein? Immerhin kooperierte ich nun mit dem Wesen, welches in alten Legenden immer als der Teufel höchst selbst präsentiert wurde. Doch trotzdem schenkte ich ihm Vertrauen. Mehr Vertrauen als vielen meiner Mitmenschen. Und das alleine, da auch er eine Wahrheit sah, die den Menschen zu oft verborgen bleibt. Die Wahrheit über das Gesetz, welches Menschen einst erschufen. Alleine um ihren unnötigen Hass zu rechtfertigen. Bald kamen wir wieder im Dorf an und verstauten das Holz. Ich schob das Holz des schwarzen Baumes etwas nach unten im Haufen, damit den anderen nicht so schnell auffiel, dass es da war und damit logischerweise, dass der dunkle Baum gefällt worden war. Da es bereits langsam Abend wurde, war es auch bereits Zeit, wieder nach Hause zurückzukehren, um noch etwas im Gewächshaus zu arbeiten, bevor es Zeit wurde, den Tag zu beenden. Und genau das taten wir auch. Doch es fiel mir schwer, tatsächlich Schlaf zu finden. Zu viele Gedanken schwirrten durch meinen Kopf. Und ich fühlte mich wirklich nicht gut. Je mehr ich versuchte zu schlafen, desto düsterer die Gedanken in meinem Kopf. Je müder ich wurde, desto vernebelter wirkte Wahrheit und Menschlichkeit. Doch letztlich schlief ich ein. Nur um durch einen plötzlichen Schmerz mitten in der Nacht geweckt zu werden. Es fühlte sich an, als würden alle Sünden der Menschheit auf einmal auf mich einschlagen. Und dann weckte mich eine Stimme. Alles okay bei dir? Langsam öffnete ich meine Augen. Wer war diese Stimme? Sie kam mir absolut nicht bekannt vor. Und irgendwie wirkte sie seltsam. Aber ich konnte selber nicht sagen, wieso oder inwiefern. Doch als ich langsam begann, die Welt um mich herum wahrzunehmen, realisierte ich erst wahrlich, was geschah. Alles wirkte auf einmal so groß. Mein ganzes Haus, meine Einrichtung und Ecke. Ecke, der anscheinend die Quelle der Stimme war. Bist du wach? Du scheinst ziemlich gelitten zu haben. Was zur Hölle ist hier los? Ecke? Also wirklich, ich hab gesehen, dass ein Fuchs auf der Couch lag, wo du sonst immer schläfst, Jason. Und ich habe schon vermutet, dass vielleicht ein Fuchs? Wovon redest du? Und noch wichtiger, wie kannst du mit mir reden? Egal wie seltsam es wirkt, aber Jason, du bist kein Mensch mehr. Du bist ein Fuchs, eine Tierart, ausgestattet mit dem Pflanzenelement. Ich war ein Tier? Aber wieso? Hatte etwa Rondo hier seine Finger im Spiel? Hatte er mich verwandelt? War dies auch der Grund, weshalb ich so schlecht einschlafen konnte und so unsaft erwacht bin? Es ergab alles so wenig Sinn.
Es gab so viele Fragen und so wenige Antworten. Und vor allem gab es ein großes Problem, wie mir schnell klar wurde. Warte, wenn ich ein Tier bin und eure Sprache spreche. Die Dorfbewohner erkennen mich nicht und ein fremdes Tier in ihrem Dorf. Wir müssen weg, jetzt. Und wohin? Egal wie sehr ich nachdachte, es schien nur eine logische Antwort zu geben. Ich denke, auf die Reise. Auf die Suche nach den Tieren der 8 Elemente.